Sie fordern ein freies Palästina. Wollen Deutschland zur Rechenschaft ziehen, wegen Beihilfe zum Völkermord in Gaza. Wir sehen euch, wir sehen eure Taten, wir sehen eure Beihilfe zum Genozid in Palästina. Und wir werden euch zur Rechenschaft ziehen. Sie befürworten offen den Terror der Hamas. Im Netz. Besetzte Völker haben das Recht auf bewaffneten Widerstand. Und auf der Straße. Die Hamas wird verboten und keiner weiß wieso. Keiner weiß, kann nachvollziehen wieso. Hier wird er dafür bejubelt. In Berlin mobilisieren pro-palästinensische Gruppen, die die humanitäre Katastrophe in Gaza nutzen, um Hass zu schüren. Ich scheiß auf Deutschland und auf seine Scheißgesetze. Die interessieren mich nicht. Wir werden glücklich sein in Deutschland und wir werden vielleicht sogar ganz Deutschland übernehmen. Das Netzwerk der Aktivisten hat Kontakte bis in die Hamas. In einem Online-Seminar erklärt ein hochrangiges Mitglied der Hamas seinen westlichen Verbündeten die Strategie des sogenannten Befreiungskampfes für Europa. Ihr seid die Führer der internationalen Front. Ich hoffe, ihr versteht euch als wirkliche Partner im Befreiungskampf. Der Terror der Hamas. Er soll auch auf deutschen Straßen geführt werden. Auf Kosten derer, die in Frieden leben wollen. Frontal. Zwischen Terror und Trauer. Der 7. Oktober. Hamas-Terroristen durchbrechen die Grenzanlagen an mehreren Stellen. Sie massakrieren mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder und verschleppen über 200 Geiseln. Israel antwortet mit einer Offensive in Gaza. Es folgt eine humanitäre Katastrophe. Zu wenig Hilfsgüter, zu wenig sauberes Wasser. UNICEF spricht von tausenden toten Kindern. Und weltweit wird gestritten. Wann wird aus legitimer Selbstverteidigung maßlose Vergeltung? Mitten in Berlin. Hier wird Angst und Trauer zu Wut und Hass auf Israel. Und richtet sich auch gegen Deutschland. Ich scheiß auf Deutschland und auf seine Scheißgesetze. Die interessieren mich nicht. Ja? Ihr seid es, die die Menschen kriminalisieren. Ihr seid es, die die Menschen radikalisieren. Ihr seid es, die uns ausschließen wollen. Wir integrieren uns. Wir gehen auf die Schule. Wir lernen. Wir machen alles vorbildlich. Und am Ende des Tages sind wir trotzdem Scheiße wert. Macht euch keine Sorgen. Wir werden weiter lernen. Und wisst ihr was? Wir werden glücklich sein in Deutschland. Und wir werden vielleicht sogar ganz Deutschland übernehmen. Manah Ahmad. Sie träumt von einer Machtübernahme. Israel sei ein Terrorstaat und in Deutschland würde Meinungsfreiheit unterdrückt. So Yasemin Achar. Wir verlangen unser Recht zu demonstrieren. Schämt euch! Shame! 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 Sie sind auf Konfrontation aus. Auf der Straße. Und im Netz. Zieht euch warm an. Habt Geduld. Denn solange der Krieg in Palästina nicht endet und solange die Menschen dort nicht weiter umgebracht werden und solange dieser ganze Genozid, dieser Völkermord kein Ende findet, werden wir nicht aufhören, auf die Straßen zu gehen. Sie droht der Polizei Berlin. Ihr werdet alle zur Rechenschaft gezogen. Das ist absolut inakzeptabel. Also wir leben hier in einer liberalen Demokratie, wo wir keinen Raum haben für eine Paralleljustiz oder sozusagen Selbstjustiz. In dem Zusammenhang wird ja auch übrigens sehr häufig der Vorwurf erhoben, man würde die Demonstrationen sehr häufig verbieten oder mit strengen Auflagen versehen. Das ist eine haltlose Behauptung, wenn man sich das anschaut. Seit dem 7. Oktober gibt es hier im Land Berlin ca. 340 Demonstrationen, die auf beiden Seiten angemeldet worden sind. Und lediglich weniger als 7% sind aufgrund der Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung untersagt worden. Felo Badenberg ist Berlins neue Justizsenatorin. Davor war sie Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes. Mit 12 Jahren kam sie aus Iran nach Deutschland, wuchs mit staatlich verordnetem Israel-Hass auf.
Sie fordert, wer sich antisemitisch äußert, müsse mit der ganzen Härte der Justiz rechnen. Sie hat einen Krisenstab eingerichtet. Seit dem 7. Oktober ist der Tag und Nacht erreichbar. Staatsanwälte ermitteln etwa bei der israelfeindlichen Parole From the River to the Sea oder bei Symbolen der Hamas. Und dann gibt es noch eine Grauzone. Nehmen wir beispielsweise Free Palestine. Mit der Aussage kann ich zum Ausdruck bringen, dass ich einen unabhängigen palästinensischen Staat fordere, neben Israel, also eigentlich die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die ja auch von der internationalen Weltgemeinschaft seit Jahren gefordert wird. Ich kann damit aber auch zum Ausdruck bringen, dass ich nur einen eigenständigen palästinensischen Staat wünsche, anstelle von Israel. Das heißt, die Auslöschung des Staates Israels von der Landkarte. Und das wäre eine Äußerung, die strafrechtlich auch relevant werden kann. Doch so einige scheint das erst recht anzustacheln. Die Sonnenallee in Berlin. In regelmäßigen Abständen wird in geheimen Social-Media-Gruppen zu spontanen, unangemeldeten Flashmobs mobilisiert. Immer wieder die israelfeindliche Parole. From the river to the sea, vom Meer bis zum Fluss. Aktivistin Mana Ahmad trägt die Forderung, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll, als Stickerei auf dem Hemdsärmel. Deutsche Medien, für sie Komplizen der israelischen Regierung, die angeblich lügen, hetzen und betrügen. Das ist Mana Ahmads Bruder, Salah Sahid. Auch er ist auf Konfrontation aus. Wir sind gerade hier vor dem Jugendzentrum Zille. Wir waren drin, denn die Frau Paus, Bundesfamilienministerin, hat sich hier angekündigt, um über Kinderarmut zu sprechen. Während ein Genozid in Gaza stattfindet, während jeden Tag Kinder zu Waisen gemacht werden, mit dem Geld der deutschen Regierung, mit den Waffen der deutschen Regierung. Wir haben sie konfrontiert. Blut! Blut an ihren Händen! Blut! Blut! Blut an ihren Händen! Blut! Salah Sahid, der eben noch Blut an ihren Händen rief, steht in diesem Video neben Masht Al-Zer, Leiter einer Hamas-Propaganda-Organisation. Der stellt Salah Sahid als seinen Jüngsten vor. Our youngster, Salah Sahid. In der südafrikanischen Botschaft in Berlin überreichen sie einen Dankesbrief. Südafrika hat Israel angeklagt. Der Vorwurf: Völkermord in Gaza. Nun wollen die Aktivisten auch Deutschland auf der Anklagebank sehen. Die Mitglieder des Bundessicherheitsrats angezeigt wegen Beihilfe zum Völkermord. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner, Boris Pistorius. Wir sehen euch, wir sehen eure Taten, wir sehen eure Beihilfe zum Genozid in Palästina. Und wir werden euch zur Rechenschaft ziehen. Nadja Samur. Die Aktivistin arbeitet als Menschenrechtsanwältin. Anfang April eine Pressekonferenz. Sie wollen deutsche Waffenlieferungen an Israel juristisch stoppen. Denn die israelische Regierung, so die Menschenrechtsanwältin, handle völlig unverhältnismäßig. Samur behauptet sogar, Israel habe kein Recht zur Selbstverteidigung. Es gibt keinen palästinensischen Staat. Und insofern gibt es auch kein Staat, der Israel angegriffen hat. Deswegen meine ich und meinen auch andere Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler, dass Israel in diesem Fall nicht das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, weil es hier eben nicht gegen einen anderen Staat vorgeht, sondern Besatzungsmacht ist. Seit den Angriffen auf das World Trade Center 2001 gilt unter Völkerrechtlern auch, dass Staaten sehr wohl ein Recht auf Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure haben, wie Terrororganisationen. Wie aber hätte Israel auf den Terrorangriff sonst reagieren sollen? Israel hätte als Besatzungsmacht polizeiliche Aktionen durchführen müssen. Sprich, es hätte in den Gazastreifen eindringen müssen und polizeiliche Maßnahmen durchführen müssen, beispielsweise Hausdurchsuchungen oder die Vollstreckung von Haftbefehlen oder andere polizeiliche Maßnahmen, die einer Besatzungsmacht auch erlaubt sind. Und erlaubt sei, auch wenn ich nur eine Juristin bin, noch der Hinweis, man hätte auch verhandeln können. Verhandeln mit der Hamas?
die darauf spekulierte, dass Israel mit voller Härte zurückschlagen würde und ihre eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild benutzt? Hausdurchsuchungen bei einer Terrormiliz, die sich in kilometerlangen Tunnelsystemen verschanzt? Zurück in Berlin. Auf der Sonnenallee wurde der 7. Oktober von einigen gefeiert, mit Baklava und organisiert vom Verein für Gefangenenhilfe Sami Dun. Kurz darauf wurde der Verein verboten. Er war Koordinator von Sami Dun in Deutschland. Hier bei der Pressekonferenz von Nadja Samur. Die Anwältin vertritt regelmäßig Mitglieder aus der Szene. Auch Said Abdul Nasser. Zum 7. Oktober äußert er sich in einem Interview auf YouTube so. Also der 7. Oktober war tatsächlich eine Wiedergeburt der modernen palästinensischen Revolution. Es hat gezeigt, dass der palästinensische Widerstand in der Lage ist, zu kämpfen. Besetzte Völker haben das Recht auf bewaffneten Widerstand. Said Abdul Nasser rechtfertigt den Terror der Hamas als Freiheitskampf. Und Deutschland, das Land, das ihm Asyl gewährt, gehöre zu den Unterdrückern. Der Staat versucht irgendwie dieses Bild herzustellen, dass der palästinensische Widerstand terroristisch sei. Als ob Deutschland oder USA oder der EU überhaupt in der Lage sind zu sagen, wer sei terroristisch. Sie haben kein Recht darauf zu sagen, wer sei terroristisch. Die sind die Terroristen. Sein Verein, Sami Dun, wurde im November 2023 in Deutschland wegen Israel-Hetze und Gewaltaufrufen verboten. Doch Said Abdul Nasser bleibt ein weiteres Betätigungsfeld. Die Bewegung Massa Badil. Über die schreibt er, Berlin sei zur Hauptstadt der palästinensischen Diaspora in Deutschland geworden. Das Ziel ihrer Bewegung hier sei, Zitat, langfristig, wenn wir das Stadium der Ausdehnung erreicht haben, wollen wir die Zionisten im Volk und in der Politik ins Visier nehmen und sie aus dem öffentlichen Leben ausschließen. Ende Februar organisiert Massa Badil ein Online-Seminar. Ehrengast ist Bassem Naim, ein hochrangiges Mitglied der Hamas. Er erklärt den zugeschalteten Teilnehmern aus Deutschland, Frankreich und Spanien seine Vision der Hamas und wie ein europäischer Befreiungskampf aussehen soll. Wir hören heimlich zu. Es wird simultan übersetzt auf Englisch und Spanisch. Der 7. Oktober hat mehr erreicht, mehr als wir je erwartet hätten. Nun geht es darum, jeden Zionisten zu verfolgen und zu verurteilen. Er muss verfolgt werden, weltweit, in jedem Land, in jeder Stadt. Ihr seid die Führer der internationalen Front. Ich hoffe, ihr versteht euch als wirkliche Partner im Befreiungskampf. Was es bedeutet, von den Terroristen der Hamas gejagt zu werden, hat dieser Mann am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wir nennen ihn Ali Muhammad. Bis vor wenigen Jahren lebte er in Gaza. Ich hatte eine wunderschöne und ruhige Kindheit in Gaza. Doch dann übernahm die Hamas. Das hat alles verändert. Es ist ein blutiger Ort heute. In Gaza hatte Muhammad einen Friseursalon, lebte in einem großen Haus. Es war ein gutes Leben. Nur schweigen, das habe er nicht gekonnt. Als ich ihre Brutalität und ihre falschen Handlungen mitbekam, musste ich eingreifen. Ich konnte nicht mehr stillhalten. Sie wollten einen Mann aus der Nachbarschaft umbringen. Zufällig war ich dabei. Es waren zwei, ein Mann mit einer Kamera und ein Scharfschütze. Ich und ein Freund von mir folgten ihnen auf ein Hausdach. Deshalb trage ich diese Verletzung. Er zeigt uns seine Narbe. Im Arztbericht der Befund: Schusswunde am linken Oberschenkel. Nach wenigen Tagen bekam ich einen Tötungsbefehl. Es war eine Anordnung der Kassam-Brigaden mit einem grünen Stempel, geliefert an mein Haus. Dort stand: Du wirst exekutiert. Der Mann flieht nach Europa.
Dass die Terroristen ausgerechnet hier so viele Unterstützer auf der Straße mobilisieren können, kann er nicht nachvollziehen. Diese Leute müssen Gaza vor langer, langer Zeit verlassen haben, bevor Hamas zur Regierung wurde. Sie kennen die Hamas nicht richtig. Berlin. Schlange stehen für den Palästina-Kongress. 3 Tage lang soll Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden. Für seine Unterstützung Israels. Für die Teilnehmer stehen die Schuldigen fest. Vor Ort auch Said Abdul Nasser, der Deutschlandkoordinator von Samidun, dessen Verein verboten wurde. Auf der Rednerliste seine Anwältin Nadia Samour. Zu den Organisatoren gehören auch Salah Said, der Youngster mit Hamas-Kontakten, und noch eine alte Bekannte, Yasemina Cha. Offiziell geht es um die humanitäre Katastrophe in Gaza. Doch einen ganz besonderen Auftritt bekommt ein Mann, der den deutschen Strafverfolgungsbehörden wohl bekannt ist. Salman Abu Sita. Der palästinensische Aktivist hat Anfang des Jahres keinen Hehl aus seiner Gesinnung gemacht. Er hätte teilgenommen an dem Sturm auf Israel, wäre er nur jünger gewesen. Nach nur einer Minute ist der Spuk vorbei. Die Polizei übernimmt. Begründung: Abu Sita habe in Deutschland ein politisches Betätigungsverbot. Es bestehe die Gefahr antisemitischer und gewaltverherrlichender Aussagen. Die Anwältin Nadia Samour will das nicht akzeptieren. Und es kann einfach nicht sein, dass pauschal präventiv gesagt wird, dass ein Livestream nicht umzusetzen ist, weil möglicherweise irgendwelche volksverhetzenden Aussagen darüber gestreamt werden können. Shame on you! Shame on you! Es folgt eine Durchsage der Polizei. Ihre Versammlung hier im geschlossenen Raum wird hiermit durch die Polizei aufgelöst. Man fühlt sich unterdrückt. Wieder einmal. Unacceptable, it's racism, it's discrimination, it's not at all justifiable in any shape or form. And it just shows the complicity in Germany in shutting down Palestinians. Geplant war der Palästina-Kongress für 3 Tage. Bereits nach 2 Stunden ist Schluss. Am nächsten Tag eine Protestdemo in Berlin-Mitte. Und wieder wird der Terror gegen Israel verharmlost und die Hamas beschönigt. Ganz offen. Die Hamas wird verboten und keiner weiß wieso. Keiner weiß, kann nachvollziehen wieso. Die Menge jubelt. Und dann ein irrer Aufruf an die Berliner Polizei. Aber ich will eine Sache, liebe Polizei, hört genau zu. Damals nach 1945 haben Sie die SS-Jacke ausgezogen und haben gesagt, ey, tut mir leid, wir haben nur unsere Befehle ausgeführt. Ihr kommt jetzt in dieselbe Bedrulle rein. Ihr müsst eurer moralischen Pflicht nachkommen. Dann lasst euch nicht instrumentalisieren für einen Staat, dessen Staatsräson darin besteht, unschuldige Kinder töten zu lassen. Mehr Hasspropaganda geht kaum. Irgendwann reicht es der Polizei. Polizisten stürmen in die Menge und werden zurückgedrängt. Ganz vorn dabei Salah Said. Auf Deeskalation ist er nicht aus. Er fordert die Menge auf, nicht vor der Polizei zurückzuweichen. Es werden 12 Menschen festgenommen. Einen Tag später, vor dem Reichstag kampieren die Aktivisten. Mehrfach haben wir versucht, mit Salah Said und seiner Schwester, der Frau, die Deutschland übernehmen will, zu sprechen. Ein letzter Versuch. Guten Tag, nochmal vom ZDF. Ja, wir würden gerne einen. Sonst gebe ich Ihnen keine Einwilligung. Wenige Minuten später, in seiner Instagram-Story, inszeniert er sich als Medienopfer. There's German media coming from all sides all of a sudden.
out of the blue, it's almost like they are trying to do something on purpose. It's like wir hatten eine Absicht. Reden mit denen, die sich lauthals beschweren. Ihre Meinung würde unterdrückt. Mit uns sprechen wollten sie nicht. Mehr darüber, wie die Terrororganisation Hamas funktioniert, erfährst du in unserem Film Hamas, Blut und Waffen. Tagesaktuelle Updates zum Nahostkonflikt findest du in der ZDF-Mediathek.